So, hallo, schnell noch eine Runde Things. Letztes Mal haben wir dieses Röhren-Ding-Congestion-Level da gemacht, haben den Mond bekommen. Ich weiß, den Mond muss ich noch kontrollieren, aber jetzt spielen wir erstmal weiter. Denn wir haben ja für Broken Skulls auch einen Hinweis, nämlich, dass wir das Ziel irgendwie umgehen sollen. Da ist wahrscheinlich dann nochmal ein Mond. Dafür müssen wir uns aber erstmal anschauen, was Broken Skulls überhaupt für ein Level ist. Ja, let's go. Oh Gott. Das sind die Skulls. Warum sind die broken? Landing on the right skull raft will cause it to go right. And if you land on the left skull raft, it will go left. Also, das fährt jetzt nach links. Oh mein. Ach du Scheiße. Okay, verstanden. Ja, oh je. Aber ich sag immer, oh je, und dann wird es irgendwann doch irgendwie machbar sein. Ne? Ah! Okay, aber da muss man erstmal so ein bisschen eine Strategie austüfteln. Ah, das ist sogar, hat sogar funktioniert. Okay, nice. Okay. Boah, mir tut meine Tastatur mir schon wieder so leid. Okay. Interessante Musik, muss ich sagen. Oh Gott. Also hier muss ich eigentlich den ersten, muss ich noch gar nicht umkehren. Das schaffe ich sogar so. Aber das funktioniert ganz gut schon. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel umkehren, wie ich denke. Menschenskinder. Aber die haben einen Speed drauf. Ja, das war klar. Also ich muss da sofort rüber, dann erwische ich den auch. Jetzt erwische ich ihn natürlich nicht mehr. Gerade hat es zweimal funktioniert. Wieso jetzt nicht mehr? Jetzt. Aber jetzt sogar locker. Aber manchmal verstehe ich sowas nicht. So, den erwische ich auch sofort. Easy. Yo, was kommt denn da jetzt? Wie muss ich den on off denn drücken? Hilfe. Ach, Junge. Nee, warum? Not like this. Not like this too. Ja, aber... Dann muss ich auf den anderen zurück, oder wie? Und dann... Oh Gott. So, jetzt muss ich hier drauf, dann hier zurück. Und jetzt kann ich da durchfahren. Jetzt machen wir das nochmal, oder was? Okay. Nein, ich bin da reingesprungen. Scheiße. Oh, die sind... Ich will schon wieder das Wort sagen, was ich letztes Mal nicht gewusst habe. Die sind schon ein bisschen janky, die Dinger. Jetzt merke ich mir das Wort, jetzt nutze ich es einfach die ganze Zeit. Aber das ist echt ein bisschen... Das sieht man auch, wenn ich zum Beispiel hier so runter... Ne, dass mich das so runterdrückt. Es fühlt sich jetzt nicht so gut an, auf den Teilen zu stehen. Eieiei, ach Gott. Das alleine der Schwung, wenn man abspringt, ist auch komisch. Das ist irgendwie nicht so die Physik, die man erwartet.
Also fühlt sich ganz weird an, auf den Dingern zu fahren. Okay. Okay, jetzt zurück. Nein, oh, da muss ich böse auf... Ach du Scheiße, da muss ich ja nochmal aufpassen zusätzlich. Nein. Muss ich... Ja, dann muss ich da möglichst spät ranspringen. Jetzt hätte ich den erwischt. Das wäre, glaube ich, ganz gut gegangen, aber ja. Aber seht ihr das, wie ich auf dem Ding... Ich meine, ja, es ergibt schon Sinn, dass man so läuft, aber es ist halt komisch. Es macht die Steuerung ganz weird. Eieiei. Was passiert eigentlich, wenn die abhauen? Na gut, ist halt scheiße. So. So. Jetzt auf den zurück, okay. Was jetzt? Als muss ich mir da eine Shell holen. Dann zurückfahren. Dann wieder zurückfahren. Jetzt machen wir das nochmal mit dem Pieswitch. Wobei, auf dem Pieswitch müsste ich ja eigentlich nur landen. Den müsste ich ja nicht mal... Eieiei. Also den müsste ich ja nicht mal mitnehmen. Da muss ich eigentlich nur drauf landen und direkt kann ich eigentlich weiter. Das sollte leichter sein als das mit der Shell. Das mit der Shell haben wir ja auch gerade hingekriegt. Also hier ist Timing wichtig. Möglichst spät rüberspringen, dass ich den mitnehmen kann und dann hier weiterfahren. Okay. Dann fahren wir hier zurück. Scheiße. Okay, jetzt muss ich die wieder reinladen. Oh ne, die ist gestorben, ne? Ah, die Shell ist, glaube ich, gestorben. Ja, das war... Oh, man hat nur einen Wurfversuch. Das ist bitter. Wir fahren nochmal weiter zurück und gucken mal, ob es noch reicht. Aber ich glaube es... Ne, okay, hat sich erledigt. Okay. Aber auch dieses Level zeigt schon wieder, man kommt mit der Zeit einfach weiter. Man muss nur hartnäckig dranbleiben. Dann kommt man mit der Zeit schon durch die Sachen durch, die einen vorher böse verwirrt haben. Es ist wirklich alles Learning by Doing. So, den drücke ich einfach direkt. Den drücke ich einfach direkt. Wieso soll ich den mitnehmen? Verstehe ich nicht. Den drücke ich einfach direkt, dann habe ich da überhaupt keinen Stress. Das lässt sich auch mit dem ersten Boot schon... erklären. Da brauche ich nicht wieder hin und her wechseln. No! No! Statt dass ich eine Runde gewartet hätte... Na, jetzt muss ich halt alles nochmal machen. So, das war auch schon alles. Gut. So. Shelly. Gut. Und jetzt einfach auf den P-Switch drauf. Ja. Oh Gott, und dann da Hilfe. Dann darf aber so langsam auch der Midway kommen. Nach dem nächsten Off darf dann so langsam echt der Midway kommen. Wäre ich sehr zufrieden. Nein, 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 nein. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Oh, wobei, ja. So nicht. Okay. Ach Mann. Zu unkonzentriert. Ich bin zu unkonzentriert. Ja. Gut. Gut. Okay. Kommst du mit? So. Drücken. Ah, es ist so weit bis dahin.
Es ist soweit bis dahin. Nein! Ach. Ach Mensch. So nicht. Okay. Okay, wir sind mal wieder hier. Midway, please. Okay, oh nein, nein. Oh, scheiße. Oh, das ist gemein. Da kommt safe dann der Midway, wenn die Dinger kaputt gehen an der Stelle. Safe kommt der dann. Aber erst muss ich noch die Chucks umgehen. Ah, das ist fies. Na gut. Na gut, die kriegen wir auch noch hin. Die kriegen wir auch noch irgendwie hin. Was ist denn da jetzt passiert? Nein! Scheiße! Ah, oh, das nervt, weil der Anfang so lang dauert. Ah. Okay. So, jetzt vorsichtig. Wir wissen, was passiert. Ich muss mir nur gut überlegen. Oh shit, ich hoffe, der P-Switch muss nicht weiterlaufen. Nein, der P-Switch muss safe noch laufen. Wie ich jetzt die Typen da drüben angehe. Ich denke, die können über mich drüber springen an der Stelle. Ich bin mir nicht sicher. Das üben wir mal kurz. Wir gucken uns das nur mal kurz an. Geh mal hier hin. Ja, die hauen ab. Okay. Okay. Gut. Ist in Ordnung. Also wenn ich da stehen bleibe, müsste es funktionieren.
Die Frage ist halt, ob der P-Switch weiter... Ah, der P-Switch ist safe noch weiter am Laufen. Nein! Wieso bin ich jetzt in die Mannschaft da reingesprungen? So. Es war klar, aber es hat funktioniert. Oh mein Gott, yes. Und jetzt kommt ein einzelnes, oder wie? Ja, nee, ist klar. What the heck? Ah, dann fährt er dahin. Oh mein Gott. Yo. Yo. Oh mein Gott, ist das jetzt... Jetzt wird's aber... Oh ja. Jetzt wird's aber richtig verrückt. Ach du Schande. Kann man ein janky Gimmick noch mehr janky machen? Ah! Deswegen heißt es auch Broken Skulls, weil das Ganze echt broken ist. Boah, nee. Boah, nee. Boah, ich hoffe, der Abschnitt. Oh, nee, ich hoffe, der Abschnitt ist ultra kurz. Ach du Scheiße. Ach, oh Gott. Das hat vorhin besser geklappt beim ersten Mal. Oh, leck mich doch am Arsch. Es ist so schwer zu steuern, wenn man von den Dingern abspringt. Oh, wei. Mal drückt es einen weg, mal nicht, mal doch, mal bleibt man drauf stehen. Ich krieg die Krise. So, jetzt hier, zack. Jetzt geht der zurück. Okay, er geht nicht zurück. Okay, so. Zack. Rüber. Rüber. Auf den drauf. Auf den kleinen landen. Zurückfahren. Rüberfahren. Shell mitnehmen. Wie wäre dafür gewesen? Oh, nee. So, Shell mitnehmen, schmeißen. Brauche ich die noch für irgendwas oder nur für diesen einen Wurf? Weil das hat jetzt damit zurückfahren eigentlich nichts zu tun. Das sieht nach normalem Wurf aus und dann passt die Geschichte. Gott. Also ich habe bisher nicht den Drang, dort zurückzufahren. Insofern
probieren wir es erstmal. Zack, zack, jetzt auf den Kleinen. Okay. Okay, jetzt müssen wir weiterfahren wegen dem Mond. Das haben wir gelesen. Das haben wir gelesen, man muss weiterfahren. Hätte ich noch weiterfahren müssen? Nein, das ist der Mond, okay. Reminder to self, add a secret here, thank you. Super. Hast du gut gemacht. Ja, es ist... Was tut man nicht für den Mond, ne? Was tut man nicht für den Mond? Zum Glück ist der Teil echt kurz. Oh mein Gott, ey. Aber ist der Orb überhaupt das Ziel? Also, like, hä? In den Orb zu springen tötet mich doch. Da lande ich doch in der Lava, oder bin ich jetzt blöd? Also, ich wäre jetzt noch weiter gefahren, als die Röhre zeigt. Eigentlich. Bin mir sehr unschlüssig, was ich da tun soll. Bruder, das hätte sogar funktioniert. Okay, hier zurück. Und jetzt kann ich erstmal die ganze Zeit auf dem bleiben. Und jetzt muss ich nur zurück. Und jetzt kommt ja eigentlich dann schon der Orb. Also lande ich mit dem Orb auf den Dingern wieder drauf? Oder ist der Orb einfach fake? Weil der Orb kommt mir schon sehr merkwürdig vor, to be honest. Ich denke, da lande ich in der Lava, aber wir müssen es ausprobieren. Aber dann ist der Tipp eigentlich ziemlich useless, weil den Orb würde man dann ja sowieso nicht mitnehmen, wenn man das Level schaffen will. Und der Tipp hat ja gesagt, nach dem Goal Orb, also dran vorbei, und das müsste man dann ja sowieso machen. Also wenn er nicht echt ist, meine ich, müsste man, ja, super. Wenn er nicht echt ist, müsste man ja sowieso dran vorbei an dem Goal Orb. Ah. Und dass da eine Röhre ist, sieht man ja. Also, keine Ahnung. Bin verwirrt. Ich schätze, ich probiere den Goal Orb einfach aus und ärgere mich, wenn er mich tötet. I don't know. Oder andersrum, ich fahre weiter. Ich fahre erstmal weiter. Weil zum Goal Orb komme ich wieder hin. Das, was ich weiterfahre, schaffe ich vielleicht nur einmal. Keine Ahnung. Wir fahren jedenfalls mal weiter und gucken, was passiert. Dass der Mond einen zurückbringt, selbst, also gerade wenn es da weitergehen würde, das wäre irgendwie fies. Ja, zu langsam, habe ich gemerkt. Oh, das ist, ich lande drauf und dann falle ich runter, weil der den irgendwie so rüber drückt. Das ist so weird. Ich meine, es funktioniert irgendwie, aber es ist so weird. Mist. Es hat vorhin besser geklappt. Oh mein Gott, das... Imagine, man müsste das genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. So, das wäre die einzige Möglichkeit. Das wäre sick. Dass man so gerade noch drauf landet. Du hast ja hier wirklich noch genug Möglichkeiten, Gott sei Dank. Aber stellt euch mal vor, da wäre links auch noch eine Mancherwand und man dürfte wirklich nur den Kleinen kurz antriggern, um runter auf den Großen wieder zu fallen. Das wäre, oh mein Gott! Das wäre sick. Ich glaube, ich habe den Kleinen verloren. Kann das? Ich habe den Kleinen verloren. Dachte ich, ich habe mich gesaved, war wieder nix. Kein Save. Schade. Oh.
Oh oh. Kleinen, kleinen, kleinen. Okay, nice. So, jetzt kommt der Orb. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Shit. Man muss den Orb mitnehmen. Okay, wofür ist denn aber das da? Da. Hä? Der Orb ist das Ziel. Dann muss ich aber wahrscheinlich auf spezielle Weise in den Orb reinspringen. Ich glaube nicht, dass jeder beliebige Sprung mich zum Ziel bringt. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin sicher, irgendwas ist mit dem Orb noch. Scheiße. So. Nein! Ich wollte gerade sagen, theoretisch haben wir es jetzt wieder. Und dann verfehle ich natürlich den Kleinen. Logisch. Ach Mann! Doch, alles eine Scheiße hier. Oh, zack. Nein! Gleich auch gebrochen. Wie diese Skulls. Oh, nee! Nein, 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 haut er wieder ab. Ich brauch den doch. Was war das jetzt für eine Aktion? Keine Ahnung, warum ich jetzt schon auf den zurück bin. Oh, das war super knapp. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Oh Gott, das ist schon wieder so knapp, das ist wieder so knapp. So. Ja, wie denn? Was soll ich denn tun? Ah, ich glaube, ich war. Ja, ich weiß, was ich tun. Ich hab's verstanden. Ich muss auf den Kleinen wechseln, von dem Kleinen aus in den Orb springen und dann lande ich hoffentlich auf dem Dreier. Ich denke, so rum ist es gedacht. Wenn der Kleine mit mir zurückfährt, muss ich in den Orb springen und dann lande ich auf dem Dreier drauf. Wir dürften von der Entfernung her genau passen. Oh. Oh, es gibt Gimmicks, die braucht kein Mensch. Dann lieber das Pokéball-Gimmick, das war cool. So.
Oh mein Gott. Das war knapp. Oh nein, das ist einer. Okay. So, und jetzt gehe ich auf den zurück. Und jetzt springe ich da. Nee, komm, ich kann nicht in den reinspringen. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ich kann nicht mehr in den reinspringen. Hä, ja, wie denn dann? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich dachte, ich muss vielleicht in den Rhein springen, wenn ich zurückfahre, aber der ist viel zu hoch. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. So oder was? Wäre das denkbar? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So. Der haut's dann den da hinten runter. Wie? Das kann eigentlich nur gehen, wenn der gerade noch runterfällt, dass ich dann hinten drauf und dann... Oh, ey, was? What the heck wollt ihr von mir? Ich wollte eigentlich die Monde in dem Part noch machen, aber das wird schon wieder zu viel. Wir machen das dann nächstes Mal, die Monde. Wir haben dann schon zwei Monde zum Gucken. Ich habe schon wieder keine Lust mehr jetzt nach dem Level. Da noch irgendwie weiterzumachen. Was ist das für ein Quatsch? Jetzt drauf oder... Jetzt ist er wieder weg. Das geht? Hä? Ich spule jetzt zurück. Ich muss das mit selbst jetzt üben. Ich muss verstehen, wie das geht. So, so nicht. Wenn ich vor... Ich muss einfach schneller draufspringen, das ist alles, oder was? Ach, leck mich doch. Okay. Ich muss einfach schneller draufspringen, das ist alles. Ich mache hier ein riesiges Rätsel draus, ich muss einfach schneller draufspringen. Okay, toll. Oh. Sag das doch gleich. So, so. Zack. Dann springen wir halt schneller drauf. Dankeschön, Wiedersehen. So ein Quatsch. Oh nee, das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht einfach probiert habe, sondern irgendeinen Scheiß draus probiert gebastelt habe. Alter. Mann, Mann, Mann. So. Monde, guck mal beim nächsten Mal. Ich hab grad echt keine Lust mehr. Danke fürs Zuschauen und tschüss.